Hallo Eisenbahnfans, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner dritten Landkarte bei Transportfever 2. Hier ist noch ein Hügel. Die Gleise gehen hier hügelig vonstatten. Das wollen wir gleich mal bewegen. Wenn wir alles wegreißen. Nehmen wir uns das Gleichheitstool und ziehen uns das hier ran. So, jetzt dürfte da immer noch, es ist da aber immer noch ein Huckel. Also macht hier einen kleinen Huckel. Also, so geht's. Mal das hier noch. Noch ein Stückchen wegnehmen. So, jetzt legen wir die Gleise. Und auch eine Mitoberleitung. So, was macht er? Er macht wieder so einen Huckel. Warum? Wenn ich jetzt mit Shift und MN komme ich da auch nicht runter. Es ist schlimm. Weil er hier hochkommt. Hier noch ein Stück wegreißen. Und werde das mal von hier probieren. Also bis hierher macht das gerade. Und hier geht er hoch. Also ist es an dem Tunnel. Dann nehmen wir den Tunnel nochmal raus. Ja, das muss doch gerade zu basteln sein hier. Ja, wir nehmen das Tunnelportal und jetzt bauen wir das. Und jetzt ist es gerade.
So, jetzt haben wir die Strecke wieder. Jetzt gehen wir hier raus. Kollision. Warum kriegen wir hier eine Kollision? So. Noch ein Stückchen gerade. Und da bauen wir das Depot wieder hin. Das müssen wir drehen. Halt. So. Dann die DKWs aktivieren und die Signale setzen. Beziehungsweise geben wir dann erstmal die Landstraße wieder zurück. Aber nicht möglich. Ich weiß ja warum. So, wie sieht das aus? Jetzt sieht es schön gerade aus. Und jetzt machen wir hier einen kleinen Bogen. So. Jetzt Wegpunkte. Nee. Wir wollen doch hier Krach machen. Und die Signale. Halt-Signale. So, machen wir erstmal die Einfahrt. Dann kommen auf die Strecke. So, jetzt brauchen wir hier eins. Hier eins. Und noch ein Zwerg für das Depot. So. Da haben wir das eigentlich wieder hingekriegt. Und jetzt haben wir hier auch keinen Buckel drin. Aber jetzt haben wir das Problem. Wir haben hier zwei Schranken. Ach nee, halt. Ach, ja, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass der hier zwei Schranken gebastelt hat. Das kriegen wir aber weg. Ohne weiteres, indem wir dann noch in der Mitte ein Gleis anlegen. Sagt der Bau nicht möglich. Warum denn das? Die Seite. So. Ja, das ist halt ein Stützgleis. Thank you.
So, jetzt haben wir zwar hier jetzt ist hier Betrieb mit einer Schranke. So, was macht unser Stahlwerk hier? Produzieren fleißig Stahl. Da brauchen wir noch eine Gütertram für den Stahl. Da haben wir 8 Stück, da nehmen wir noch 2 dazu. Und da fahren die den Stahl hier runter und können hier Maschinen mehr produzieren. Das passt ja. So, die haben genug Erz, brauchen sie ein bisschen mehr. Wie sieht das aus hier? Da können wir die noch ein bisschen aufdrehen. Wir transportieren 80%. Wir sind schon bei 12. So, da müssen wir mal die Linie, warum der hier nicht reingefahren ist. Das soll doch beide nutzen. In Halle West. Ja. Warum auch immer der hier draußen stehen bleibt. Er hätte reinfahren können. So wie hier. Güterzüge, das ist schon was Faszinierendes. Mit 2 Krokodilen kriechen sie hier und am Bahnübergang ist immer was los. Da gehen wir auf die Sonnenseite. Als ob da eine kleine Welle drin ist, ne? Da machen wir mal ein schönes Foto. Also das läuft. Das läuft jetzt wieder. So. Und ich habe ein bisschen was gebastelt. Und zwar habe ich von Magdeburg, das hat man ja alles fertig. Die kriegen Maschinen geliefert. Die Strecke weitergebaut nach Hamburg. Und da habe ich den Stuttgarter Bahnhof eingebaut in Hamburg, weil der gefiel mir so gut, dass ich die Mod verwenden musste. Also ich finde den auch genial, wie den Leipziger Hauptbahnhof, klasse gemacht. Und da wollen wir jetzt mal eine Zugverbindung. So, neue Linie. Von Hamburg nach Magdeburg und da soll er auf Gleis 5. So, als RB Regionalbahn Hamburg. Aha. Nach Magdeburg.
der Burg. So, und da brauchen wir noch einen schönen Zug. Was lassen wir denn da fahren? Ich habe hier so ein schönes BW gebaut. Da schauen wir mal, was wir an schnellen Lokomotiven haben. Die 23 hier. Die fährt 110. Die nehmen wir. Die überzeugt mich schon mal. Und Personenwagen. Was haben wir da so? Da haben wir die mit einer 120. Hechtwagen, dann nehmen wir Tropawagen. Ne, wir nehmen erst einmal den hier. Das ist 23, 11, 11. Ja, vom Gewicht her nehmen die sich nicht. Dann nehmen wir den. Ah, Quatsch. Falsch geklickert. Denn dann nehmen wir mit Holperwagen mitten rein. Und dann nehmen wir nochmal. Ja, da sind wir schon bei mittelmäßig. Und haben 81. Ah, das machen wir so. Das muss der können, also 246 Personenwagen muss die können. Komm, 5. So, das kaufen wir. Und das schicken wir auf die Linie Regionalbahn. Haha, Magdeburg. Lüb hat's gemacht. Da kommt er aus dem schönen BW raus. Dann machen wir ein Foto. Und jetzt wollte ich gucken, ich wollte hier noch was reinbasteln. Ein bisschen anmalen. In Assets habe ich denn da schon Lokomotiven irgendwas? Dampflokomotiven. Den alten Kesselwagen haben wir, den können wir hier aufs Abstellgleis stellen. Der steht hier. Was haben wir hier? Lustigen kleinen alten Schüttgutwagen. Aha, werden immer besser. Nee, so modern wollen wir nicht sein. Das ist so modern. So, auch eine Dampflok habe ich immer noch nicht gefunden. Ein Wasserturm. Ja, ich wollte eh noch ein Gleis basteln hier. Das nach oben offen. Dass sie hier Wasser nehmen können, irgendwo. Was haben wir hier?
die Verladerampe. Noch so ein großes Teil mit einer Schiebebühne. Das drehe ich mal. Das ist eine große Garage. Aber keine Dampflok. Häuschen, Industriehaus. Das sind so Industriehäuser. Nee. Monumente. Ah, hier. Eine 42. Genau das, was ich gesucht habe. Die steht hier. Dann stellen wir hier noch eine rein. Soll sich mal rumdrehen. So. Hier drüben steht noch eine. Und dann haben wir hier noch eine 52. Ohne Tender. Nee. Da wollen sie mit Tender. So. Und hier steht noch ein Frack. Was haben wir hier? Da haben wir noch einen Kohletender. Steht hier daneben. So, da haben wir doch was gefunden. Hat's wieder mal im Hals. So ein schönes Stellwerk. Müssen wir noch eine Straßenanbindung basteln. Wir haben ja hier die Straße rumgezogen, aber wir haben die genommen. So, die geht bis dahin. Wenn wir die gerade machen, sieht das sogar besser aus. Jetzt können wir hier noch reingehen. Ja. Bis dorthin. Nicht.
So, und jetzt nehmen wir ein bisschen Maltools. Das machen wir aber ein bisschen kleiner. Da haben wir schon ein bisschen gemalt. Habe ich auch hier Teer. Was ist das? Welt. Mal eine Ecke zum Testen. Die Ecke. Jetzt sieht das BW doch ein wenig besser aus. Da kann man eine Runde mitfahren. Weil die 24 pfeift nicht so. Aber hier fahren noch gar keine Leute mit. Den Bahnhof haben wir da angeschlossen. Ja. Wir müssen in Hamburg den Nahverkehr basteln. Und da bauen wir eine Buslinie. Personen. Krankenhaus haben wir. Mautstelle. Ja, wir bauen erstmal eine Buslinie. So, hier vor dem Bahnhof soll er halten. Dann fahren wir hier rum. Dann soll er hier hinten halten. Dann fahren wir hier rum. Dann wollen wir hier mal noch halten. Dann fahren wir hier rüber, halten hier. Fahren hier runter, halten hier.
Und dann halten wir hier noch mal am Bahnhof. So, dann neue Linie. Nahverkehr, haha. Eins. Ne, muss überblättert. Da ist es. So, also. Da. Bahnhof hier und hier. So, das haben wir. Die Linie ist fertig. Jetzt brauchen wir ein Depot. Haben wir eine Tankstelle? Ja, dann nehmen wir eine Tankstelle. Dann nehmen wir eine Tankstelle als Depot. Die nehmen wir hier rein. Da kann man dann auch noch bauen. So, haben wir sie angeschlossen. Und jetzt brauchen wir Passagiertransport. Ein Icarus in Hamburg. Ist ja auch mal was Neues, ne? Ja, hier ist ja einer, gefällt mir. Ein Duwag. 12 Personen, 19. Ne, wir fangen mal mit dem hier an. Wir nehmen den blauen. Der sieht auch süß aus. Ah, der fährt bis 50. Ne, wir sind in der Stadt. Aber er hat bis 10 Personen. Der Cousin hat's. Ne, wir nehmen den hier. Ohne Anhänger. Nehmen wir 5 Stück. Nahverkehr. Warte, dann geht das mit dem Auge auch. Ne, da macht das weg. Nahverkehr. Aha, 1. Lüb hat's gemacht und da kommen sie raus. Ah, die sehen doch ganz nett aus. Machen wir ein Foto. Foto-Finish. Warum macht der kein Foto? Jetzt hat er es gemacht. So, dann müssen wir noch Handeln entfernen. Haben wir das Tool jetzt hier endlich, Werkzeuge? Ne, haben wir noch nicht. Dann müssen wir hier rüber gehen. Die anderen weg. Brauchen wir nicht. Ah, da hat er 4. Kreuzung eine Ampel hier. So. Ja, wir gehen jetzt im Straßenzug durch. Die ganzen Ampeln weg. Hier hat er sie. Hier ist noch eine. So. Da haben wir die Ampeln weg. Jetzt möchte Hamburg Treibstoff. Ja, das ist natürlich schlecht. Hier haben wir keinen Treibstoff. Hier haben wir eine Treibstoffraffinerie.
Wie sieht die denn aus? Die hat schon. Ja, da könnte man noch was wegfahren. Aber wir haben keine Direktverbindung nach oben. Mit dem LKW, das ist zu weit. LKW ist es zu weit. Wo holt denn der das Öl aus der Raffinerie? Ah, hier. Ja, hier kommt er nicht nach. Das liegt hier brechend voll. Wir haben drei Fahrzeuge. Wir werden mal ein deutsches Krokodil dranhängen. Zwei Stück. Hier haben wir sie. Die haben ein bisschen mehr Zugkraft. Die fahren auch schneller. So, ändern. Und ich lasse mich breitschlagen, ich nehme noch eine rein. So, dann gucken wir mal die Linie. Ne, der nimmt beide Gleise. Und hier hat er auch ein Gleis. Ist dann noch jemand in dem anderen Gleis? Ne, nur hier drüben. Dann kann er auch in beide abladen. So, das ist in Leipzig Raffinerie, darf er auch in die 2. So, und wie kommt der Zug? Ach ja, der kommt von hier raus. Wir haben hier ein Depot hingesetzt. Jetzt haben wir 4 Züge auf der Linie. Ich sehe aber nur 1, 2, 3, 4. Einer lädt gerade aus. So. Und die Raffinerie braucht Öl. Genauso ist es. Die brauchen raffiniertes Öl. Naja, da schauen wir mal, ob wir hier mit dem Güterzug hochkommen. Nach Magdeburg liefern wir bloß Maschinen. Aber, wieso stehen die denn jetzt hier schon wieder? Voll am. Ja, gehen wir mal auf die 10. Damit es hier vorwärts geht. Und hier wird abgefahren, jawohl. Und hier wird auch abgefahren. Das sieht gut aus. Und das sieht gut aus. Also, der Bedarf ist da. Aber das sind zu viele. Hier nehmen wir mal noch. Und die stehen. Das gefällt mir nicht. Nehmen wir hier eine raus. Nehmen wir doch einen plus 9.
kommen ja hier die LKWs nicht durch, wenn sie mit der Straße blockieren. Ja, haben hier noch Platz? Nein, haben wir nicht. Aber die LKW-Linie in Halle Ost soll die nur in die 6 fahren. Aber wir hätten die 4 noch frei. Nehmen. Das ist ein Seelenordnung. Und da fahren wir den Treibstoff mit dem Tanker hier hoch. So, und wir wollen die hier den Treibstoff, Gebäude, Güter, da in die Mitte rein. Ja, den laden wir hier ab und dann machen wir eine neue Linie. Ist zwar weit, aber da jetzt eine Eisenbahn. Wo war ich denn gerade? Die Linie hier wegfahren. Wo habe ich denn jetzt gerade die rüber geschubst? Ach hier. Nee, Leute. So, das reicht. Und da holen wir uns hier den Treibstoff. Hier haben wir doch bestimmt noch was frei. Genau, hier haben wir ein Port frei. So, dann machen wir eine neue Linie. Von hier. Und da darfst du auf die 6. Und da sollst du vollladen. Maximale Ladezeit. Treibstoff. Und der soll nach Hamburg dorthin. Ja, da fährt er hier durch die Stadt durch, durch Magdeburg. Güternahverkehr Leipzig. Treibstoff für Aha. So, da brauchen wir noch Fahrzeuge. So, hier haben wir ein Depot und zwar Treibstoff. Da haben wir schon den Opel Blitztanker mit 60. Der hat 14 Kapazität. Wir haben hier einen Pfauentanker. Der hat 20. Und wir haben einen Deutz. Der fährt 70. Ja, dann nehmen wir davon 4 Stück. Ah, 3 reichen. Von Anfang reichen 3. So. Und zwar auf die Linie Güternahverkehr Leipzig.
Treibstoff Leipzig habe ich Treibstofffahrer. Lüpp. Vorne in die falsche Richtung. Und sie müssen erstmal rennen. Gerade beschleunigt ordentlich. Hält doch die Straßenbahn mal ein, ja. Ist die Raffinerie? Nee. Hier wäre auch ein Depot gewesen, aber das Straßenbahn. Ja, wir müssen mal hier noch ein paar Straßen updaten. Hier gibt es noch alte Straßen. Hier müssen wir elektrisch machen, weil wir ja hier ein Depot haben und hier eine Straßenbahn. Es gibt eine 52 und einen Bromberg. Ja, also die Straßenbahnen hier sind ein bisschen zu viel. Da haben wir 10, nehmen wir 2.
Freiburger Vollzug angekommen. So, da kriegt Hamburg jetzt. Und die müssen wir mal höher setzen. So, und das raffinerierte Öl kommt an. So, das ist, dann bauen wir mal noch Signale, die ist lang die Strecke, wir wollen kürzere Abstände. So, passt, ja. Ich bin das hier nicht leer. Ah, doch, jetzt wird's. Es wird. So, jetzt wollen wir eine Verbindung hier am von Hamburg. Wollte ich eigentlich noch eine Strecke hier lang machen. So, damit wir hier mehr. Ja, wir wollen keiner. Aber im Bahnhof ist einer. 8 Leute. Haben wir irgendwie. Bei warm verlassene Industrie. Ja, wir bauen mal noch eine Ausfahrt hier. Ein Gleisvorfeld fangen wir an. Da schaffen wir noch was. So. Welche Gleise? Also hier haben wir 4, nochmal 4, 5 Gleise. Nehmen wir zusammen. Nee, gerade raus. Und die machen wir, mit denen gehen wir weiter. So. Mit denen gehen wir unter der Brücke rüber. Nämlich die Gleise schon fertig. Da brauchen wir bloß noch die DKW hier aktivieren. Und schon kommen wir hier in die 3 Gleise rein. Und hier nehmen wir, ja, die fahren wir direkt rein. Da machen wir einen Block. Und machen hier eine Kreuzungsweiche auch noch hin. Wir
101, ja. Ist okay, ist das Gleisvorfeld. So, und dann gehen wir hier einfach hier rüber. Aber mit Geschwindigkeit würde ich gerne hier um das Gleis gehen, aber das geht nicht. Da muss ich wahrscheinlich hier rausziehen. Und da komme ich auf eine 106. Und da ziehe ich weiter vorne raus. Und da komme ich auf eine 124. Da gehen wir noch einen Pfeiler weiter. Da kommen wir auf eine 154. Dann verlängern wir uns mal die Gerade hier. Aber wir bleiben gerade. Ziehen hier raus. So, wir müssen jetzt hier reingehen. Wir brauchen einen Block. Wir ziehen einfach mal raus. Wir haben hier eine 100, eine 211. Wenn wir das so bauen, kommen wir hier mit dem Bogen nicht hin. Wir müssen das länger ziehen. Wir nehmen das nochmal weg. Ein Stückchen. Hier rausgehen und direkt rein. Das ist eine 85. So, und hier könnte man einen Zug reinstellen. Obwohl, nee, das reicht noch nicht. Wir müssen noch ein Stückchen gerade ausgehen. Adesiv. Okay. Halt. So, jetzt gehen wir hier raus und kommen auf eine 103. Das gefällt mir nicht so. Hier passt aber jetzt auf alle Fälle ein Zug rein. So, probieren wir das mal. Ah, das geht nicht. So, ein Stückchen zurück. Jetzt haben wir eine 211, 162. Das ist okay. Also eine Kurve mit einer 162 ist okay. So, hier genau am links ist der Nippel. So, das hätten wir. Jetzt wollten wir hier dran vorbei. Ja, dann nehmen wir uns doch mal das Gleis. Ja, das geht. Da will er eine Brücke. Hier will er einen Tunnel. Ne, da schütten wir auf. Wollen möglichst gerade fahren. So, haben wir die Richtung, wir müssen hier ran vorbei. Kleines Stückchen. So, da haben wir aufgeschüttet. Okay.
Dann geht's hier lang. Und dann kommen wir hier an dem Berg vorbei. Ja, da kommen wir, dann machen wir hier eine Kurve. Ein Kürfchen. Achso, wir wollten nach Leipzig. Ja. Ja, wir können ja hier, ja, gehen wir hier so rum. Ja, also ich schütte auf, hier schütten wir auf. Das, egal wie hoch das wird. Und hier schütten wir auch auf. Halt, verkehrte Taste. Jetzt müssen wir aber runter gehen. Das ist zu hoch. Da gehen wir runter. Im Bogen. Und schütten auf. Mann, ich baue schon wieder mit Oberleitung. Ach nee. So, jetzt haben wir die Oberleitung weg. Ne, hier haben wir noch ein Gleis. Hier haben wir noch ein kleines Stückchen. So, jetzt Gleise. Jetzt nehmen wir das zweite Gleis und ziehen das mit. Und da sind wir schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Hier rum und dann von Leipzig gehen wir in die Mitte rein. Da ziehen wir uns ja, wir haben sehr viele Gleise. Wir müssen hier reingehen. Wir nehmen die raus. Kriegen wir hier eine 100 hin, ja. Das mag er nicht. Dann müssen wir das andersrum bauen. Dann müssen wir von hier rüber gehen. Und jetzt von hier. Funktioniert's. Und hier genau das gleiche. Na, eine 100. So. Jetzt können wir direkt hier reingehen in das Gleis. Und da kommen wir wieder nicht rum. Geschwindigkeit 102.
Ja, das ist eine Einfahrt, das ist das Bahnhofs, das Gleisvorfeld. Da wird nicht gerast. So, da haben wir vier Gleise. Die ziehen wir raus. Moment mal, hier haben wir doch schon ein Gleis. Nach Magdeburg gehen wir ja schon. Wir haben dann noch Rostock hier oben und hier hinten Berlin. Da ist nicht mehr viel. Ja, das ist alles noch Gleisvorfeld vom Bahnhof. Das ziehen wir erstmal raus. So. So, ein Blick auf die Uhr sagt mir schon wieder eine Stunde rum. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.